dortige Rekonstruktion des Bernsteinzimmers 2003 hat dazu geführt, dass der Katharinenpalast im St. Petersburger Fort Puschkin in der Hauptreisezeit fast immer völlig überfüllt ist. Die frühere Zarenresidenz hat sich dadurch zu einem Besuchermagneten gewandelt, vor dessen Besuch Freunde eines ungestörten Kulturgenusses eher abraten. Wie schön der Palast jedoch ohne Menschenmassen sein kann, zeigt uns dieser kleine Film des Petersburger Kameramanns Oleg Pawlow, der es geschafft hat, den Palast außerhalb seiner Öffnungszeiten zu besuchen. So wird der Geist der Zarenzeit doch wieder lebendig und man glaubt manchmal schon fast, die lebendige Katharina II. Müsste doch hinter der nächsten Biegung eigentlich zum Vorschein kommen. Gerade sie verbrachte hier viel Zeit und gab dem Palast mit zahlreichen Umbauten seine maßgebliche Gestalt. Einige ihrer Nachfolger nutzten das Schloss ebenfalls regelmäßig zur Erholung. Der letzte Zar weilte nach seiner Abdankung im Zuge der Februarrevolution ebenfalls in Puschkin, das damals Zarskoje Selo hieß, jedoch im nahen Alexanderpalast. Seitdem er mit Familie in den Ural deportiert und dort ermordet wurde, weilen keine gekrönten Häupter mehr im Palast. Dafür jedoch spätestens seit 2003 große Touristenmengen. Da sind wir dankbar, dass wir diesen filmischen Einblick ohne allzu viele Besucher nehmen konnten.